I'll be special. Come on, come on. Oh, yeah. It's your professionalism. Thank you. Ich bin auch high. Du, ich hab jetzt echt die Schnauze voll, ja. Sorry, hatte die Schnauze voll. Aber du, Doktor, Herr Doktor, Sie können mir jetzt die Wahrheit sagen. Wie lange geben Sie mir noch? Zähnetechnisch. Muss ich meine Dinge regeln? 23 Jahre noch vielleicht. 23 Jahre? Ja, ja, ja. Na, hauen wir es wieder rein. Langt es noch für die Dinge? Das reicht, danke. Doktor, gut. Das ist nett von Ihnen. Ja. Sehr nett. Mit Zähnen oder ohne Zähne? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Geht's? Das interessiert mich nicht. Ach so. Geht's in Urlaub? Ja. Ja? Ja. Ins Tessin, in Ihre Villen und so als da? Nee, die habe ich verkauft. Verkauft? Verkauft, ja, ja. Das war ein schlechtes Jahr. Ich musste ein bisschen was tun. Mhm. Sonst hätte ich ja mal Yacht wegmachen müssen. Und okay. Das wollte ich nicht. Okay. Ja. Also, und außerdem die vier Ehen vorher. Ja. Kostet auch ein bisschen was. Wem sagen Sie das? Wobei, die drei Frauen, mit denen ich verheiratet war, war okay. Aber dieser Mann, der macht echt Schwierigkeiten. Ja, ich weiß. Ich kenne das ja auch als Prominenter, gell? Ja, 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 das ist natürlich ganz doppelt, gell? Die Fans und so, das kann echt nervig werden. Schwierig, schwierig. Aber gut, man lebt nur einmal. Ja. So, jetzt muss man kurz aufmachen. Ja. Herr Doktor, erzähl. Zahnlos durch die Nacht haben Sie meine Hackfresse wieder auf Vordermann gebracht. Ja, super. Jetzt muss man noch essen damit und dann haben wir den ultimativen Test. Ja, genau. Lass uns mal gucken, Hockstuhl bitte. Schau dich an, das ist doch wie ein Karussell, der das runterholt. Nur eins sollte sich mal endlich abgewöhnen, Herr Doktor. Ihr verlogener Spruch, wir sind gleich fertig. Das glaube ich doch seit 30 Jahren kein Sau mehr. Wir sind gleich fertig, du. Zeig mal her. Tut weh? Ich glaube, wir wissen mehr weh als dir. Klappern. Oder wie schlafen wir? Supi. Also ich will dich das ja nicht mehr sehen. Ich weiß.